Als James Doohan Anfang 1995 erfährt, dass Kai Ludwig schwer krank ist, beschließt er, spontan ihn zu besuchen. Die Sylvia Striebuck hat es dann mit ihm arrangiert und am Sonntag, den 26. Februar 1995, trafen sie sich dann. Und zwar in einem kleinen Lokal in der Nähe des Gautinger Zentralkrankenhauses, wo Kai damals war. Ich durfte dazukommen. Und zusammen mit der Silvia und einer Bekannten von ihr verbrachten wir dann zu fünft einen wirklich schönen und netten Nachmittag. Kai Ludwig hat sich wirklich sehr, sehr gefreut, dass Jim gekommen war, um ihn zu besuchen. Er sagte immer wieder, dass er gar nicht glauben kann und dass er es gar nicht fassen kann, dass Jim tatsächlich gekommen ist. Und was für ein wunderschöner Tag das heute für ihn wäre. Er hat sich fröhlich mit uns unterhalten, war aber von der schweren Krankheit gezeichnet. Er war dünn geworden und natürlich schwach und nachdenklich. Entsprechend traurig und schwer war dann später auch der Abschied, als wir Kai zurück zur Klinik brachten. Jim wurde von den beiden Damen dann zurück nach Frankfurt gefahren und sie nahmen mich bis Nürnberg mit. Mit Kai hatte ich ausgemacht, dass ich am darauffolgenden Wochenende mit unserer Freundin Silke, die er sehr mochte, nochmal kommen würde, um ihn zu besuchen. Leider hat er es nicht mehr geschafft. Nur 5 Tage nach diesem Besuch von Jim ist Kai dann gestorben. Rücke an Captain Kirk. Captain Kirk, bitte antworten Sie. Lassen Sie Chekov zum Deck 15 kommen. Jemand hier drin. Aye.